Matthias Mester hat die Herzen der Let's Dance-Fans im Sturm erobert und sich schnell in den Favoritenkreis getanzt. Die Ex-Profis Oana Nechiti und Erich Klann sprachen in ihrem Podcast schon von einer Heldenreise, die der kleinwüchsige Kandidat hinlege. Allerdings sind seine Leistungen in der Sendung nicht zu 100% beständig. In Show 6 unterlief ihm bei der Rumba ein krasser Patzer, es gab lediglich 16 Punkte seitens der Jury. In der letzten Ausgabe drehte der 35-Jährige aber schon wieder voll auf. Joachim Jambi und Co. ließen 26 Punkte für den Jive mit Renata springen. Gegenüber RTL liefert die Profitänzerin jetzt nachträglich eine mögliche Erklärung für Matthias' zwischenzeitlichen Blackout und zeigt sich sehr erleichtert. Ich bin so froh, dass dieser Fluch gebrochen ist. Was steckte hinter Matthias Mesters Let's Dance-Aussetzer? Die aktuelle Staffel von Let's Dance wurde schon von zahlreichen Corona-Ausfällen zurückgeworfen. Mehrere Profis und Promis infizierten sich, was stets eine Zwangspause von einer Woche nach sich zog. Auch Renata Lusin traf es zwischenzeitlich, sie fehlte in Show 5 und wurde von Patricia Ionel vertreten. Für Matthias bedeutete das natürlich, dass er sich kurzfristig auf eine neue Tanzpartnerin einstellen musste. Eben darin sieht Renata ein Problem. Gleich zweimal trat Matthias nicht mit der Tänzerin auf, mit der er sich auf den jeweiligen Freitag vorbereitet hatte. Zumal Renata nicht zum Wochenstart, sondern erst mittwochs wieder antreten konnte. Matthias' Zusammenarbeit mit Patricia war somit nach der 5. Show noch nicht vorbei, sie probte auch mit ihm für Show 6. Renata ist im Nachhinein überzeugt, ich denke, das war wirklich diese Corona-Zeit. Er hat einen Tanz mit mir gelernt, aber mit einer anderen Partnerin getanzt. Den nächsten Tanz hat er mit einer anderen Partnerin gelernt, aber mit mir getanzt. Das war einfach viel hin und her. Nach dem starken Jive sind natürlich beide erleichtert, zumal nach dem Fehler bei der Rumba ein gewaltiger Druck auf dem Athlet lastete. Wie er selbst angibt, ist ihm ein Riesenbrocken vom Herzen gefallen. Für Renata hat er derweil nur Lob übrig. Ich habe die beste Tanzpartnerin, die ich mir hätte vorstellen können. Wir verstehen uns nicht nur menschlich gut, sondern auch beim Tänzerischen weiß sie genau, wie sie mich kriegt.